Moin, ich bin Tillmann von der Radlbande hier auf der Eurobike 2021 am Stand von Chike. Und das Chike Family habe ich euch schon mal vorgestellt. Ich habe das mehrere Wochen im Alltag testen können. Und Manuel war insgesamt doch schon relativ glücklich mit dem Ergebnis, aber ich hatte ja trotzdem ein paar Kritikpunkte. Und die wurden jetzt angefasst, oder? Ja, tatsächlich sogar fast alle Kritikpunkte. Wir haben das Chike entwickelt damals tatsächlich, als mein Bruder das zweite Kind bekam und seine Frau ein Transportrad gesucht hat, um zwei Kinder zu transportieren und mit keinem der Räder, die es damals auf dem Markt gab, so richtig zufrieden war. Und mein Bruder war damals auch mit seinem Job nicht so richtig zufrieden und hat dann gesagt, ach komm, ich fange einfach mal an, was zu entwickeln, was vielleicht passen könnte. Und hat dann angefangen zu entwickeln, am Anfang noch während seines Jobs, und dann hat er den Job irgendwann gekündigt. Und genau, mich dann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mit ihm ein Cargo-Bike auf den Markt zu bringen. Und dann war es weiterentwickelt, irgendwann war es zu spät aufzuhören. Dann haben wir tatsächlich nach sehr, sehr langer Entwicklungszeit, 6 Jahren Entwicklungszeit, dann 2017 das Rad auf der Eurobike vorgestellt und sind seitdem auf dem Markt. Das Besondere am Chike ist, dass das ein sehr, sehr kompaktes Transportfahrrad ist und trotzdem eine sehr, sehr große Transportkapazität bietet. Das wird erreicht durch die besondere Bauform des Chikes. Das ist ein Neigefahrrad. Das heißt, man kann die Neigung blockieren, wenn die Kinder einsteigen wollen. Aber zum Fahren gibt man die Neigung frei. Dadurch fährt sich das Rad mehr oder weniger wie ein normales Zweirad. Es ist sehr, sehr intuitiv und sehr sportlich im Vergleich zu starren, ne, Transportdreirädern. Und durch diese Konstruktion kann man das Rad halt auch wirklich sehr kompakt machen, weil man die Transportkabine über den Reifen positionieren kann, weil man den Schwerpunkt ausgleicht, und dadurch ist das Rad unter 2 Metern lang, die Kinderversion 1,92 Meter und nur 73 cm breit und bietet aber trotzdem eine Sitzfläche, die genauso breit ist wie das Fahrrad mit 73 cm und für 2 Kinder sehr, sehr viel Platz bietet. Und was habt ihr denn jetzt eigentlich geändert? Weil auf den ersten Blick sieht es genauso aus wie das Rad, das ich 2020 zum Tester hatte. Also die Grundrahmenform ist natürlich gleich geblieben, aber wir nehmen uns natürlich so Sachen an, wenn da Kritikpunkte kommen, und überlegen uns, wie wir was verbessern können. Zum einen bei der Kabine war der Kritikpunkt, dass Sachen vorne aus der Kabine rausfallen konnten. Da hatten wir damals hier unten einen Schlitz. Das haben wir jetzt gelöst, indem wir hier eine extra Klappe haben, die man auch öffnen kann, sodass die Kinder einsteigen können. Dann macht man die Klappe zu. Und es können keine Sachen, die im Fußraum liegen, mehr rausfallen. Das Verdeck ist dadurch jetzt ein bisschen kürzer und wird hier vorne einfach nicht mehr wie früher eingehängt, sondern einfach hier mit 2 Klepppunkten festgemacht, sodass hier vorne komplett geschlossen ist, nichts mehr rausfallen kann. Zusätzlich haben wir in der neuen Version hier oben noch unter der Kabine ein EPP-Teil eingezogen, sodass sich, wenn es viel regnet, hier kein See mehr bilden kann, was auch eines der Probleme früher war. Sodass hier immer das Wasser schön ablaufen kann zu den Seiten. Genau, hier. Und die Kabine dadurch komplett dicht ist. Ab 2022 statten wir das Chike auch mit einem Gates-Riemenantrieb aus. Das wurde auch von vielen, vielen Kunden immer gewünscht, beziehungsweise fast schon gefordert. Tatsächlich seit einiger Zeit wird das Chike auch standardmäßig mit einem Rahmenschloss ausgeliefert. Und ab 2022 dann auch mit der größeren Batterie standardmäßig, mit dem 504 Wattstunden Akku. Außerdem ist das Rad 2022 auch mit dem neuen Shimano Step 6100 Cargo Motor ausgestattet. Was ist der Unterschied zu dem normalen 6100? Der neue Cargo Motor bietet in den niedrigen Drehzahlbereichen mehr Newtonmeter, sodass das Anfahren mit dem Cargo Bike einfacher ist. Okay. Ja, die größere Batterie, das wird sicherlich auch der Reichweite gut tun. Generell ist der Hinterbau vom Chike eine Ecke aufgeräumter geworden. Der Speedsensor ist jetzt in der Bremsscheibe integriert, wodurch einfach aufgeräumter wirkt und weniger Kabel da sind. Zusätzlich wird es als Zubehör auch noch diese Flaps geben. Aber wofür sind die denn? Das war ja auch einer der Kritikpunkte im letzten Video, dass wenn man durch Pfützen mit dem Chike fährt, das Wasser gut auf die Füße spritzen kann, durch die 3 Räder. Die Flaps werden hier vorne an den vorderen Schutzblechen montiert und bieten so einen super Spritzschutz. Keine nassen Füße mehr. Genau, neben der Kinderversion haben wir ja auch schon immer die Cargo-Version
vom Schalk. Dass ich die Änderungen, die in der Kinderversion jetzt einschließen, nächstes Jahr gibt es natürlich auch für die Cargo-Version. Und es ist ja auch, wie gesagt, möglich, wenn man die Kinderversion sich gekauft hat und die Kinder groß genug sind, um selber Fahrrad zu fahren, kann man von der Kids-Version ganz einfach auf die Cargo-Version umwechseln. Braucht grob, wenn ich das mache, brauche ich 20 Minuten für den Umbau. Wenn man das erste Mal macht, vielleicht eher 30. Manuel, vielen Dank, dass du mir und meinen Zuschauern mal die Neuigkeiten beim Chike gezeigt hast. Und vielen Dank, dass ihr das Feedback auch so ernst genommen habt. Es sind wirklich viele Kleinigkeiten, die beim Chike dazugekommen sind, die den Nutzen im Alltag nochmal deutlich verbessern. Auch gerade der Riemenantrieb würde einfach nicht mehr dran denken müssen. Das ist ziemlich cool. Gibt es noch irgendwas Besonderes, was du zu dem Chike sagen möchtest? Höchstens vielleicht noch, dass wir derzeit lieferfähig sind im Vergleich zu vielen anderen Herstellern. Ansonsten habe ich, glaube ich, alles gesagt. Ja, sehr schön. Und bedanke mich ebenfalls sehr herzlich für das nette Gespräch. Sehr gern. Das ist ja auch tatsächlich etwas, was außergewöhnlich ist, ein lieferbares Cargo-Bike. Geht auf jeden Fall mal auf die Internetseite von Chike, die ich euch unten verlinke. Und wenn ihr Fragen oder Anmerkungen zu diesem Video oder zu Chike habt, dann schreibt sie ebenfalls unten in die Kommentare. Lasst uns einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt. Und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radlbande das nächste Mal auf Tour ist und für viel mehr Eurobike-Content, dann abonniert den Kanal. Sehr gut. Also, tschüss. Bis dann.